Jetzt geht's wieder weiter mit Zelda, der neueste Teil. Ein Tag ist vorbei und somit habe ich auch ein bisschen geschlafen. Also wir haben ja wirklich nur im ersten Tag, wo es rauskam, ungefähr 1,5 Stunden gespielt nur. Es hat nicht gereicht, um die Sucht zu befriedigen, aber uiuiui, wo sind wir jetzt hier? Da hinten. Habe ich den schon angemarkert? Ja, den habe ich schon angemarkert. Wohin geht's hier lang? Ich liebe es, den Tempel der Zeit von hier zu betrachten. Ich habe oft hier Rast gemacht, um mich an ihn zu erfreuen. Der Garten der Zeit liegt so friedlich da. Einzig die Zeitglocke durchdringt gelegentlich die Stille, um den Morgen oder Abend einzuläuten. Diesen Glockenklang der Glocken wandelt sich das Antlitz dieser Insel. Wie schön ist nachts das Spiel der Glühwürmchen. Ich habe diesen Ort stets sehr genossen. Okay, da waren wir schon. Na, wohin jetzt hier oben lang? Warte, 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 warte. Wenn wir das jetzt so machen, greifen runter. Wie können wir den nicht greifen? Den können wir greifen, aber. Okay, das geht nicht. Jetzt mal hier oben. Bitte. Gut. Glühwürmchen. Wieso haben wir nee. Die Waffe an. Sonst ist hier nichts. Na, gehen wir mal zum anderen Tempel. Was zum Schreien. Upp.
Ah, ausreißen. Okay. Verrostetes Schwert. Verrostetes Schild. Das Metallschild hat wahrscheinlich einen Ritter gehört, wurde jedoch schon lange nicht mehr verwendet. Er ist mitgenommen, aber noch zu gebrauchen. So. Nein. Lol, wir haben ihn ja getötet. Mit einem Schuss. Okay. So geht's nicht. Warte mal. So machen. Okay, das geht's auch nicht. Nein. Okay, das heißt also, wir brauchen hier unsere Steinaxt. Und hier ist wieder ein einfacher Stock. Oh. Ein Opal. Er ist ja hier hingegangen. Das ist ein einfacher Stock. Ein Holzfall. Aber hier ist nichts mehr. Okay. Wo. Wie ist er, mein Freund? Nein! Oh nein, wo ist mein Freund? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krog. Also, so ein Wildgeist. Also zusammen mit meinen besten Freunden reise ich um die Welt, aber wir wurden getrennt. Sieht so aus, als würde er mir mit einem Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mal lieber beeilen, um ihn zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft, kann mich kaum noch bewegen. Ausdauerlink. Ein nahrhafter Pilz, der große Nährstoffe mit großen Nährstoffreserven. Wenn du ihn kochst und versehrst, gewinnst du Ausdauer zurück. Okay, wir haben hier ein, zwei. So. Dann können wir da runter. Ein kleiner Freund, ich komme gleich. Ich will hier noch ein bisschen gucken. Und dann gehen wir zu deinem Freund. Aber hier ist irgendwie nichts. Niana, niente. Nichts. Okay. Oh. Eine Knolle. Und Äpfel. Boah, wieso haben wir das nicht gesehen? Okay, das heißt also, wir müssen hier. Eine Eichel. Diese Baumfrucht liegt oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe.
rüstet fünf Eicheln ein wenig mehr Herzen auf. So, nehmen wir das. Nein, 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 so wollte ich das nicht. So. So. So, jetzt wieder drehen, halten. So. So. Und dann hier verbinden. So. Nein. Drehen. Bam, bam, bam. Zurück. Und verbinden. Okay, ich liege auf. Hey, wer ist so mein Freund? Ja, ja, wir gehen ja schon dahin. Jo, jetzt. Reifen. Lösen. Bob. Ah, da bist du. Du hast meinen Freund hergebracht. Danke. Viele habe ich nicht, dass ich dir zum Dank geben kann. Aber wenn du magst, kannst du hier das hier haben. Zwei Krogsamen. Tschüss. Oh, das ist süß. So. Wieso höre ich hier Bimmel? Danke, dass ich ein Pin bin. Okay. Das heißt also, wir können theoretisch das wieder nehmen. Und dann können wir darüber. Weil da hinten ist ein Schrein. Und zu diesem Schrein will ich hin.
Meine Tasche ist voll, okay. Nee. Oh. Ein Prügel. Also ein Ast eines Baumriesen gefertigt. Nicht sehr robuste Schlagwaffe. Wenn man mit ihnen im Kreis schwingt, ist ihre Angriffschance nicht so beträchtlich. Okay. Was ist hier oben? Hier oben ist nichts. Da war der Prügel. Oh. Schleimgehe. Schleimtropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Aber hier haben wir ein Segel. Wieso sieht das hier so nass aus? Okay, das heißt also, wir müssen mit dem Segelboot rüberschaffen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Zweithändler ist schon nice. Verbinden. Jetzt brauchen wir noch einen. Liegt hier noch eins? Nee. Das heißt also. Notwedel. Da ist es noch mit. Runterpumpen. So, nein. Bam, bam, bam. Nee. So. Verbinden. Jetzt können wir ein bisschen warten. Uiuiui, wir haben unser erstes Boot gebaut. Aber wie geht? Nein.
Was mit der Wedel? Da kann man essen oder was? Ja. Los. Moin. Unser Boot ist hier, okay. Hier ist eine Sackgasse. Ich will hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Wie will ich auch gleich runter. Ah, will ich runter. Aber zuerst. Hier ist nichts. Und hier ist auch noch ein Stein. Okay, hier kann man bomben. Aber wir haben momentan nichts bombig. So. Was ist... Und hier ist ein Ast. Wo geht's hier lang? Wieso haben wir einen Bogen ausgerüstet? Ausrüsten. Nein! Hm.
Okay, wir müssen was essen. Man hier? Hier kann man nichts essen. Okay, das heißt also wieder ins, zum Menü. Entdeckt. Höhle am See. Leuchtsamen. Samen von Leuchtfarben, in Höhlen oder Brunnen gewachsen, erwächst bei Stoßeinwirkungen erblühen am Ort und selbst stellen sofort eine Pflanze, die ein Saatenlicht von sich gibt. Okay. Was? Lederbeißaugen. Eine mythische Kugel, die Daten in ihre Umgebung erfasst und analysieren kann. An einen Fall angebracht, lässt sie sich das Ziel selbst verfolgen. Cool. Lederbeißflügel. Von besiegten Flederbeißer hinterlassene Materialien an einen Fall oder Waffe ermöglicht sie Angriffe über hohe Distanz. Will mal was probieren. Okay. Dieses schwache, blaue, schimmelige Gegenstand hat die mythischen Höhlenkreatur von Mayo hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr zu sammeln. Jo, leuchtsam. Und da hinten ist auch noch was. Riesenleuchtsamen. Samen von Riesenleuchtfarben. Der in der Höhle oder Brunnen wächst. Erschütterung lässt ihn. Bla bla bla. Ja. So wie mit den kleinen und größer. Wow. Wir sollten echt mal wieder hochgehen. Altes Toga, altmodische Oberbekleidung, die sich trotz diverser Löcher angenehm tragen lässt. Falten sie, was? Falten sind allerdings nahezu unmöglich aus ihnen herauszubekommen. Ja, ich gehe lieber zum Schrein. Weil vielleicht kriegen wir da eine Fähigkeit, so eine Bombe oder so. Warte, 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 wenn wir rausgehen. Zuerst will ich den Ton ausrüsten. Da sind wir nicht so nackig. Das heißt also, beim Eingang und beim Ausgang sehen wir immer den Eingang und den Ausgang. Also haben wir auf der Karte markiert. Die Höhle am See. So, wo müssen wir hin? Wo müssen wir nochmal hin?
Sind wir wirklich so weit? Ja, sind wir so weit gelaufen. Lol. Ein Bierchen noch und dann hätten wir es geschafft. In Nizza Schrein. Und hier ist sonst nichts. Aber ich würde sagen, den internen Schrein machen wir später. Und ich denke, wir kriegen eine Bombe. Wir bekommen eine Bombe daraus, aus dem Schrein. Aber wir machen das später. Also ich bedanke mich, wünsche euch noch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Däumchen hoch, kommt da runter lassen. Und wir sehen uns morgen in alter Frische bei diesem Schrein. Also bis morgen. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann versucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!